Ja, hallo alle und auch alle, die im Livestream dabei sind. Also ich bin Otto Winter und werde so in den nächsten 25 Minuten ein Open Source Projekt vorstellen, mit dem ich so die letzten 2 Jahre verbracht habe. Das besonders um das versucht, Heimautomatisierung sehr einfach zu machen. Zuerst mal ganz kurz was über mich. Ich heiße Otto Winter, studiere gerade an der TU Wien Technische Physik und man findet mich auch auf Twitter, GitHub, sonst irgendwo, immer Otto Winter eingeben. Genau. Wenn ich jetzt so das Wort Smart Home sage, dann denken die meisten wahrscheinlich so an ein Haus, wo sich wirklich alles steuern lässt, also alle Lichter, alle Türen und sonst was. Aber das ist häufig auch nicht ganz so billig, weil zum Beispiel diese Philips Hue-Lampen, die kosten für 2 Meter LEDs gerade 60 Euro. Das ist nicht besonders billig. Und bei mir hat das so vor 4, 5 Jahren halt begonnen, dass ich mein Zimmer wirklich ganz automatisieren wollte. Ich wollte jedes Licht steuern können. Ich wollte, dass überall Bewegungsmelder sind und dass alle Türen automatisch aufgehen, wenn ich da davor stehe. Ich bin zwar nicht ganz hingekommen über die Zeit, aber trotzdem habe ich es versucht. Und das Problem bei mir war eben halt auch dieser Preis. Für das Geld müsste ich dann, um das Ziel zu erreichen, wirklich Hunderte von Euros ausgeben. Und deswegen bin ich darauf gekommen, ja, das könnte man doch auch selber machen. Diese Elektronik, diese LEDs sind alle ziemlich billig. Manche Leute kennen vielleicht auch schon diese Arduinos, mit denen kann man ganz einfach Sachen automatisieren, selber Code schreiben. Und das kann man alles dann recht einfach auch in andere Heimautomatisierungssysteme einbringen. Genau. Und für mich hat das dann begonnen mit diesen zwei Wi-Fi-Chips oder die sehr ähnlich wie die Arduinos sind. Einmal diese ESP8266, der hat Wi-Fi, ist recht stark, hat 8 GPIO-Pins, die man nutzen kann. Und das Beste, er kostet nur 3 Euro, wenn man richtig bei AliExpress oder eBay schaut. Und mit denen kann man dann schon richtig viel machen. Man kann Sensoren in das Haus reinkriegen oder auch Sachen automatisieren. Und dann zusätzlich gibt es noch den großen Bruder davon, das ist der ESP32. Der kann ein bisschen mehr, der kann auch noch Bluetooth, hat 2 Cores teilweise, hat viel mehr Pins und noch viel mehr, also besonders auch 8 PWM-Pins. Damit kann man ganz schön Licht auch steuern. Kostet auch ein bisschen mehr, aber bei 5 Euro ist das auch schon ziemlich billig. Ja, besonders wenn man es mit so anderen Produkten wie diesen Philips Hue Sachen vergleicht. Und genau, teilweise gibt es sie auch in anderen Produkten, weil die eben so billig sind. Zum Beispiel, es gibt diese Sonoff-Geräte, die kennen hier vielleicht manche. Das sind Produkte, die kommen aus China. Da ist auch so ein ESP8266 drin. Aber standardmäßig haben sie eine Firma drauf, die in ganz viele Server kommuniziert und auch nach China und so funkt. Das ist dann natürlich nicht besonders gut. Dann können natürlich auch sicherheitsbedingt. Und eben, wenn man die aufmacht, sieht man kann da einen kleinen Chip sehen auf der Rückseite. Und wenn man die richtigen Kabel anschließt, kann man die auch selber umprogrammieren, damit die mit einer eigenen Firma was machen. Und ich habe jetzt mal so ein ganz einfaches Ziel formuliert, was wir so in unserem Smart Home machen wollen. Das ist ein ganz kleines Ziel. Wir wollen eigentlich nur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten auslesen. Wir beginnen jetzt mal ganz klein, weil ich hatte das Problem gemacht, als ich zuerst begonnen habe. Ich habe ganz viel gekauft, also so LEDs und sonst was, und habe nie mit dem was angefangen. Und deswegen beginnen wir jetzt mal mit etwas ganz Kleinem. Genau, und wir nehmen dafür so einen DHT11-Chip, so ein blauer Chip, wie man den da auch sieht. Der kann eben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auslesen. Und wir verbinden das an diesen ESP8266-Chip.
wie man hier links sieht. Genau. Verbinden ist eigentlich ganz einfach, nur drei Verbindungen. Und jetzt haben wir eigentlich schon die Hardware gemacht. Wir wissen, also wir haben alle Steckverbindungen gemacht, war nicht besonders kompliziert. Aber jetzt kommt die schwierige Frage, was für eine Software nehme ich? Weil irgendeine Firmware muss ja auf dem Ding laufen, die dann das tut, was ich will, also diese Temperaturdaten auslesen. Und da gibt es zwei Methoden, das zu machen. Einerseits kann man das selber programmieren, also es gibt Arduino-Systeme dafür. Man kann auch mit MicroPython arbeiten, das kennen vielleicht auch andere. Da schreibt man wirklich in Python auf dem Ding. Und wenn man das macht, ist es natürlich sehr flexibel. Man kann wirklich alles programmieren, man kann, was weiß ich, die LED anschalten, wenn die Temperatur durch zwei teilbar ist. Keine Ahnung. Aber es benötigt Programmierkenntnisse. Und das haben natürlich nicht allzu viele. Und diese Technologie ist so toll, das müsste auch eigentlich auch ohne dem möglich sein. Und zusätzlich kommt noch dazu, häufig wird einem so gezeigt, ja, so einfach sieht das aus, ein paar Zeilen Code und dann kann man schon die Temperatur auslesen. In der Realität ist aber häufig so, wenn man das noch mit Wi-Fi verbinden will oder und Protokollen wie MQTT oder auch noch das Ding halt updaten will über das Netzwerk, dann sind das gerne schon mal mehrere hundert Zeilen Code. Das Problem dabei ist, wenn man 5 oder 10 von den Geräten irgendwo im Haus stehen hat, muss man jedes einzelne von denen immer wieder updaten und jedes eigene Firmware von denen schreiben. Das ist verdammt viel Arbeit. Ich habe damit begonnen, aber das war mir zu anstrengend. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Man kann alternative Firmwares verwenden für diese Chips. Das ist dann mehr oder weniger so, man lädt sich einfach eine Datei herunter und flasht sie dann über USB auf das Gerät drauf. Es geht eigentlich ganz einfach, es gibt da ganz viele Projekte. Die größten sind, denke ich, Tasmota, kennen manche vielleicht, ESP Easy, ESP Purna, wie auch immer man das ausspricht. Und der Vorteil daran ist eben, dass es sehr einfach aufzusetzen ist, einmal verbinden, mit dem Handy dann auch und dann hat man so ein Webinterface, da kann man alles steuern. Der Nachteil ist, es ist nicht besonders flexibel. Ich hatte das Problem, dass ich irgendwie so recht komische Sensoren verwenden wollte, um irgendwie auch auszulesen, wann ein Auto bei mir vorbeifährt durch einen Magnetsensor. Das ging halt mit diesen Projekten nicht. Und besonders auch, wenn man Sachen automatisieren will, muss man das mit irgendwas anderem machen. Und ich wollte eben trotzdem die Möglichkeit haben, eigenen Code schreiben zu können. Und das ist jetzt, wo ESP Home reinkommt. Das ist ein Projekt, das versucht, die Vorteile beider Methoden zu verbinden und möglich zu machen, gleichzeitig besonders einfach zu nutzen zu sein, aber auch sehr flexibel zu sein, dass man selber Code reinkriegen kann. Und das Prinzip ist eigentlich mehr oder weniger so, der Nutzer schreibt nur Konfigurationsdateien. Da steht dann drin, mit was für ein WLAN-Hotspot der sich verbinden soll, wie das Passwort dafür lautet und so weiter. Und dieses Tool tut dann diese Konfigurationsdatei einlesen und dann direkt zu Code, zu C++-Code konvertieren. Und damit kann man natürlich auch selber eigenen Code einschleusen. Und das Projekt ist natürlich 100% Open Source und kostenlos. Und das Beste, es ist auch lokal. Also es verbindet sich nicht mit irgendwelchen Endpoints im Internet oder sonst was, sondern es funktioniert 100% lokal. Hier sieht man so ein bisschen den Aufbau. Also eben die Konfigurationsdatei im Format YAML. Das ist wer JSON kennt, das ist nur mehr oder weniger JSON, nur ein bisschen schöner. Die wird, ja, manche mögen es nicht so sehr, die wird dann überprüft. Zum Beispiel wird geschaut, ob irgendwelche Pins verwendet werden, die eine bestimmte Funktion nicht haben oder sonst was. Und dann wird auch eine Fehlermeldung ausgegeben. Dann wird der Code erstellt und dann die eigene Firmware kompiliert und hochgeladen. Genau.
Jetzt haben wir so ein Beispiel für so eine Konfigurationsdatei. Eigentlich recht einfach. Oben sehen wir die Wi-Fi-Konfiguration. Zuerst wird der WLAN-Hotspot eben angegeben und das Passwort dafür. Und wenn man das selber schreiben würde, wären das schon alleine 100 Zeilen Code. Und dann als nächstes folgt noch der Sensor, den wir hier dran haben. Sagen wir einfach nur, der ist an Pin D0 dran. Das ist ein DHT11-Sensor. Der soll alle 5 Sekunden geupdatet werden. Und dann geben wir noch den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren Namen. Und wenn man das und zusätzlich werden wir noch eine weitere Software installieren oder verwenden, müssen wir nicht, aber es macht es einfacher, nämlich Home Assistant. Home Assistant ist ein System, was man sich auf einen Raspberry Pi draufstellen kann und auf Python basiert, wo man dann so ein schönes Frontend hat, wo man alles steuern kann. Und für mich war wirklich der Ausschlaggeber, wieso ich es verwendet habe, weil es wirklich schön aussieht. Weil wenn man sich die anderen Systeme anschaut, die sehen häufig mit ziemlich altem Design aus. Und zusätzlich, sie haben sehr viele Integrationen. Also 1000 plus, ich glaube letzte Woche waren es noch 1600. Es wird immer mehr, jede Woche kommen neue Komponenten dazu. Also Google Assistant, Alexa, Google Cast, alles, was eigentlich irgendwie möglich ist. Und es ist eben auch eine sehr aktive Community. Also wenn man da in die Foren geht und eine Frage stellt, innerhalb von einer Viertelstunde oder teilweise ein bisschen mehr, kriegt man eine Antwort, die man verwenden kann. Genau. Jetzt möchte ich das Ganze mal ein bisschen so vorführen, damit man sich das besser vorstellen kann. Also, sage ich mal. Hier haben wir das Dashboard, da sehen wir diesen Sensoren. Wir können die Datei, die Konfigurationsdatei editieren und sehen hier, das ist, was wir vorhin auf der Folie hatten. Schließe ich mal. Und jetzt tue ich das Ganze hochladen auf den Chip. Der Code wird jetzt automatisch generiert, auch kompiliert. Und jetzt wird er hochgeladen. Das dauert ein klein wenig. Genau. Und nach dem ersten Upload geht das dann alles auch übers Netzwerk, also man muss das nicht mehr USB verbunden haben, sondern man kann auch einfach über Netzwerk die neue Konfiguration hochladen. Und genau, jetzt ist das alles verbunden mit dem Internet. Ich kann hier auf meine Instanz gehen, muss noch ein bisschen warten. Jetzt hier, wir haben die Temperatur und die Luftfeuchtigkeitsdaten. Und zusätzlich habe ich jetzt noch einen Sensor dazu getan, oder habe ich den Knopf hier auch reingebracht. Da sieht man, es ist ziemlich schnell. Ich drücke da drauf und man sieht recht schnell, dass der Knopf gedrückt wurde und nicht mehr gedrückt wird. Genau. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich einfaches Beispiel. Das könnte man recht schnell machen. Aber es zeigt mehr oder weniger, was das System machen kann. Gehen wir hier auf Vollbild. Genau. Nämlich, dieses System erlaubt extrem viel, Konfigurierbarkeit. Also man kann wirklich alles konfigurieren, wenn man will, auch eigene Codes da reinschreiben. Und zum Beispiel andere Sachen, die man damit machen kann. Also bei mir zum Beispiel, ich habe solche RGB-Lichter jetzt in mein Zimmer reingetan und kann die jetzt übers Frontend ganz einfach steuern, Farbe einstellen, auch noch bestimmte Effekte und was auch immer, was ich will. Einstellen und das wird dann sofort in mein Zimmer auffällen, die Lichter. Das hatten wir schon. Und eine weitere wichtige Sache oder ein großes Feature, das dieses Tool hat, ist, was ist, wenn WLAN ausfällt? Wenn WLAN ausfällt, haben viele Produkte, Heimautomatisierungsprodukte, das Problem, dass sie einfach nicht mehr funktionieren, dass sie auf einmal ganz dumm sind. Weil wenn ich irgendwo einen Knopf drauf drücke, dann geht auf einmal die Tür nicht. Und wir wollen ja nicht, dass wenn WLAN oder das Netzwerk ausfällt oder auch das Internet ausfällt, dass jetzt unser Smart Home auf einmal ganz dumm ist und man alles selber steuern muss.
Deswegen hat ESP Home so ein System, mit dem man Automatisierungen direkt auf dem Gerät schreiben kann. Hier sieht man ein Beispiel. Wenn ein Knopf gedrückt wird, soll das Relais sofort getoggelt werden, also umgeschaltet werden. Und das funktioniert die ganze Zeit, auch wenn keine Netzwerkverbindung da ist, immer. Und das kann man so kompliziert machen, wie man will. Also zum Beispiel hier habe ich eine Automatisierung, die, wenn ein Knopf gedrückt wird, sagt, dass an mein Handy schickt, dass ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Dann geht ein Alarm an für 5 Minuten, dann geht der wieder aus. Und das ist alles in einem Syntax, der recht einfach zu verwenden ist. Weil zum Beispiel, wenn man sich das alles selber schreiben wollte in Code, dann wären das auch wieder hunderte Zeilen, besonders wegen dem Delay, weil man möchte ja, dass ein anderer Code weiter ausgeführt wird, während diesen 5 Minuten. Genau. Und weitere Features, die dieses System auch noch kann, es kann ganz einfach so E-Paper-Displays, können ganz einfach angesteuert werden. Also hier haben wir zum Beispiel dieses E-Paper-Display, natürlich ein Logo, kann draufzeichnen, es wird mir automatisch konvertiert, es wird mir auch noch die Zeit angezeigt, ist auch alles in ganz wenigen Zeilen und ich kann mir sogar auch Fontsdateien auswählen, weil normalerweise bei diesen Projekten ist es häufig so, man hat nur eine Fontsdatei, das man verwenden kann, aber hier werden die automatisch generiert. Das macht es natürlich auch ganz toll. Genau, und als nächstes auch ein ganz tolles Feature, was gerade dazugekommen ist, sind Kameras. Es gibt nämlich diese ESP32-Module auch mit Kameras, mit Kamera dran. Die kriegt man häufig auch für so 10 Euro bei AliExpress und so. Und damit kann man Kameras für 10 Euro in sein Haus einbinden. Ist zwar nur so USB-Qualität, aber immerhin, oder? Es gibt dann noch sehr viele mehr Features, also man kann über NFC, BLE, also Bluetooth Low Energy, iBeacon und sonst ganz viele andere Sachen auch noch machen. Und insgesamt gibt es schon 134 Komponenten, jeden Monat kommen einige dazu und ich möchte, das Projekt ist auch so ausgelegt, dass sehr viele Leute auch Komponenten, die Community halt eben contributen kann und genau. Hier sieht man noch ein paar Links für GitHub, Twitter und auch die Website. Da sieht man auch, wie viel schon unterstützt wird. Also hier allein die Liste der Sensoren und Lichtern, Displays und so weiter. Da gibt es schon sehr viel, was man machen kann. Okay. Ja gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Geht's. Gibt es Fragen? Da oben. Bitte ein bisschen warten. Hallo? Ah, sehr schön. Ich habe mir vor einiger Zeit die ganz kleinen ESBs gekauft, da in so einem 10er-Pack, die schwarzen, die 01er, heißen die mit den 6 Beinen. Funktioniert das auf denen auch oder ist da eine Mindestanforderung dabei? Genau, das sind nur Varianten von den ESP8266-Chips. Es gibt die mit verschiedenen Namen, manche haben weniger Flash, manche mehr, aber im Grunde sind das alles ESP8266. Es gibt auch sogar so Chips, die heißen ESP8285, aber tatsächlich sind die auch nur ESP8266er. Komisch, aber ja. Sonstige Fragen? Also ich wiederhole die Frage, wie schaut das aus, wenn man eigene Komponenten eben integrieren will? Genau, also ich habe hier ein Beispiel, kann ich gleich auf die Website gehen? Ja. Schauen wir ein bisschen runter. Es gibt da auch ein ganz langes Guide, wo gezeigt wird, wie das aussieht. So mehr oder weniger so sieht das aus. Man definiert sich eine Klasse, kann auch eine Library direkt von Platform.io runterziehen und muss man nur bestimmte Methoden aufrufen
und dann wird das direkt angezeigt. Genau. Könnte man einen so einen ESP auch als Bewegungssensor einsetzen? Ja klar, also es gibt diese ganz billigen PIR-Sensoren, die halt so vorne sehen sie so weiß, diese Sensoren weiß aus und da, die sind halt Bewegungsmelder. Die gibt es für 1 € pro Stück und die kann man ganz einfach anschließen. Ist einfach nur ein binäres Signal und das ist mehr oder weniger dasselbe wie dieser Knopf hier auf dem Board. Und das geht mit den 2,4 Gigahertz? Also das ist mit WLAN-Signal, sendet der WLAN-Signal? Also teilweise können die schon mit dem WLAN-Signal also nicht mehr so gut funktionieren. Ich habe das selber noch nicht gehabt, aber ich habe davon gelesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt da wahrscheinlich verschiedene Modelle, die mehr oder weniger Probleme haben. Also könnte man so ein ESP selber programmieren, dass der sendet jetzt dann einen Code und empfängt den dann auch wieder? Also dass er quasi die Reflexion wieder zurückkommt? Direkt über Wi-Fi. Ja, genau. Theoretisch wäre es, glaube ich, möglich, aber praktisch wäre das sehr viel Arbeit. Also es ist auf jeden Fall nicht in diesem Tool direkt schon so drin. Mhm. Danke. Bitte. Die Frage war, kann man die Werte in eine Datenbank reinladen? Ja, genau. Also ich verwende hierfür, also DSP selber macht das nicht, aber er schickt eben die Daten hier an Home Assistant weiter. Und das unterstützt alle möglichen Datenbanken, also MySQL und ganz viele andere. Auch InfluxDB verwende ich selber zu Hause. Und genau, hier zum Beispiel ist SQLite gerade drauf. Das ist ganz einfach. Okay. Wie energieeffizient ist der Code? Das habe ich selber noch nicht getestet. Fragst du jetzt wegen Deep Sleep oder sonst solchen Sachen? Also dieser Code, also ESP Home unterstützt auch Deep Sleep. Deep Sleep ist mehr oder weniger so etwas, da kann man den Chip für eine bestimmte Zeit wirklich ganz schlafen lassen. Da braucht er kaum Energie und damit kann man die auch eben auch über Batterien laufen lassen. Energieeffizient selber der Code, ich glaube, der wird schon relativ effizient sein. Also die Loop selber läuft bei 60 Hertz und sonst schläft der Chip einfach nur. Die Kopplung zu dem Home, also die Frage war, wie schaut die Kopplung zu dem Home Assistant aus? Es gibt verschiedene Methoden. Eine ist MQTT, das Protokoll. Da muss man sich so einen MQTT-Broker irgendwo hinstellen. Verbindet sich Home Assistant und DSP dazu. ESP Home hat selber eine eigene API, um mit Home Assistant zu kommunizieren, die sehr viel effizienter ist. Also in wenigen Bytes können einige Events geschickt werden. Aber man hat viele Möglichkeiten. Das Ding hat auch einen Webserver mit einer REST-API, die kann man auch verwenden, wenn man will. Genau. Konfiguration für sowas ist. Moment, kann ich eigentlich gleich schon schreiben? Das ist eine Zeile. So, dann ist die REST API an und sonst MQTT kann man auch mit einem Broker und dann kann man die Adresse angeben, Passwort, ja, in wenigen Zeilen. Es steht da auch alles in der Dokumentation drin, ganz gut beschrieben. Okay. Es ist ein Feature, was ich schon seit langer Zeit versucht habe, selber einzubauen. Momentan ist es nur über Home Assistant möglich, nämlich über zum Beispiel Google Assistant, Alexa. Man kann auch ein eigenes System verwenden. Ich weiß nicht, also was selber auf dem Computer läuft. Ich weiß nicht genau,
wie das heißt gerade, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten. Genau. Also es ist möglich. Okay. Ja gut, okay, dann vielen Dank.